Echtzeit eine einfache Kapitalerklärung von Karl Marx. Da hilft es wovon zu. Weiter mit der Kapazitätserweiterungseffekt. Angenommen, der Kapitalist kauft 10 Lastkraftwagen, die in 10 Jahren abgeschrieben werden. Dann kann er nach einem Jahr mit den retournierten Einnahmen aus dem Verkauf der Waren einen 11. LKW kaufen, wobei die ersten 10 LKWs noch 9 Jahre fahren. Nach dem zweiten Jahr dann wieder ein LKW und so weiter. Somit hat er nach 9 Jahren 19,999 Periode LKWs, obwohl er am Anfang nur 10 gekauft hat, also im Durchschnitt der Jahre 14,999 Periode LKWs, gleich 15 LKWs. Das funktioniert aber nur in Großbetrieben, die regelmäßig jedes Jahr Millionenbeträge investieren. Aber egal, ob sie das retournierte Geld wieder investieren oder verfuttern, sie beuten uns 1,3 bis 1,5 Mal aus. Zu dem konstanten fixen Kapital gehören auch die Maschinen, Gebäude und Anlagen. Aber hier gilt das Gleiche. Zu den Lagerbeständen des Umlaufvermögens, dem zirkulierenden, konstanten Kapital, ist zu sagen, dass heute schon weitgehend just in time gearbeitet wird. Also die Warenlager sich auf der Autobahn im LKW-Stau befinden. Was die Finanzwerte angeht, dazu kann man sagen, dass dieses Umlaufvermögen damit kompensiert wird, indem dass die Großbetriebe die durch den retournierten Wert gekauften Maschinen ja wiederum vorzeitig Werte retournieren können, wovon dann wieder zum Beispiel von der Hälfte die Hälfte, also 25% von 10 Maschinen oder LKWs gekauft werden können. Und dann wieder erreicht wird das in der Großindustrie mit einem Kauf der Investition Zug um Zug. Das heißt nun, dass Horn bei der Formel zum Fall der Profitrate von Marx, wenn C gleich 100, V gleich 100, M gleich V, dann ist die Profitrate 100 durch 200 gleich 50%. Bei einem Ausbeutungsgrad von 1,4 müsste es dann heißen, wenn C gleich 140, V gleich 100, M gleich V, dann ist die Profitrate 100 durch 240 gleich 41,7%. Die Profitrate von 1% wird nicht erst in 100 Jahren erreicht, sondern in 41,4 Jahren. So macht die reale Halbwertszeit des Kapitalismus von 220 Jahren überhaupt keine Überraschung mehr. Rosa Luxemburg schreibt zum tendenziellen Fall der Profitrate, Zitat aus ihrer Antikritik: Es hat also mit dem Untergang des Kapitalismus am Fall der Profitrate noch gute Wege. So etwa bis zum Erlöschen der Sonne. Zitat Ende.
Man hatte damals die Implosion bei einer inversen, umgekehrten, negativen Exponentialkurve P gleich N durch C plus V noch nicht gesehen. Exponentialkurve x mal y. Inverse, umgekehrte, negative Exponentialkurve x durch y. Naja, es gab damals in der Ökonomie noch keine Kurvenlehre. Deshalb konnten auch Marx und Engels selber nicht die Explosionskraft sehen, die in dieser Form liegt. Und damit auch seine ganzen Schüler nicht. Die Halbwertszeit der Sklavenhaltergesellschaft der Griechen und der Römer dauerte von 800 vor bis 500 nach, also 1300 Jahre. Die Halbwertszeit des Feudalismus dauerte, wenn wir die Völkerwanderung und das dunkle Mittelalter einmal abziehen, von 1000 bis 1800, also 800 Jahre. Zusammengenommen bildeten die Klassengesellschaften eine immer kürzere Halbwertszeit. Sklavenhaltergesellschaft 1300 Jahre, Feudalismus 800 Jahre, Kapitalismus 220 Jahre. Jetzt kommt der letzte und schwierigste Kapitel, der 14. Kapitel, der Point of No Return in der Produktion. Es geht um die Frage, wie dieses Ende der kapitalistischen Produktion ausschaut. Ist es ein langsames marxisches Einschlummern oder endet es mit luxemburgischen Todeszuckungen? Zur Beantwortung dieser Frage gibt uns schon die Originalstatistik von 2010 des Statistischen Bundesamtes über das Bruttosozialprodukt einige Auskunft. Wir sehen an der Grafik, dass auch von der Hochzeit des Kapitalismus an etwa alle 10 Jahre eine kleine Depression war, aber nur zwischen minus 0,5 und minus 1%. Das war das Ergebnis der Überproduktion im Konsumsektor. Nachdem in Deutschland 1954, nach dem Koreakrieg, das Bruttoinlandsprodukt um 13% gestiegen ist, sind die roten 10-Jahres-Durchschnittslinien kontinuierlich von plus 6 auf 0 im Jahre 2014 gestürzt. Ein Phänomen, das in allen Ländern der Welt vorgefallen ist. Wir stehen nun offensichtlich am Ende der kapitalistischen Produktion. Ich hatte zur erweiterten Reproduktion den Kreislauf von Waren und Geld in der kapitalistischen Gesellschaft aufgezeichnet. Dabei habe ich die Sektoren des Konsums und der Produktionsmittel sowie C und V wie in der Realität auseinanderstreben lassen. Das konstante Kapital nimmt gegenüber dem Lohn nämlich ständig zu. Dabei ergibt sich immer die Überproduktion im Konsumsektor. Egal, welche Zahlen man nimmt, immer im Konsumsektor. Das bestätigt die Analyse von Rosa Luxemburg und verwirft
die von Karl Marx im zweiten Band im 21. Kapitel. Er schreibt, es sende eine relative Überproduktion im Produktionssektor statt. Seite 513. Link 2. Dabei hatte er die Kapitalisten vom Konsumsektor von 750 Gewinn 600 selbst verzehren lassen und nur 100 in C akkumuliert. Das heißt, dass in dem Moment, wo der Kapitalismus rückläufig ist, weltweit nach konstantem Kapital C in Klammern Fremdrechnung weniger nachgefragt wird als nach Lohn V. Also C durch die permanente Abschreibung und ausbleibenden Investitionen sinkt und V steigt, wie zur Zeit, dass erst dann die Überproduktion im Produktionsmittelsektor entsteht. Zitat von Rosa Luxemburg. In dem Moment, wo das Marx'sche Schema der erweiterten Reproduktion der Wirklichkeit entspricht, zeigt es den Ausgang, die historische Schranke der Akkumulationsbewegung an, also das Ende der kapitalistischen Produktion. Rosa Luxemburg, die Akkumulation des Kapitals, 29. Kapitel, der Kampf gegen die Bauernwirtschaft. Link 3. Wenn ein Arbeitsplatz in der Produktionsmittelindustrie verloren geht, gehen 9 Arbeitsplätze im Konsumsektor mit verloren. So wie am Anfang des Kapitalismus der Produktionsmittelsektor die Wirtschaftstätigkeit explodieren lässt, so lässt er sie am Ende implodieren. Außerdem kann die Überproduktion nicht mehr auf den Konsumsektor übertragen werden. Was will auch die Frau Konsum in ihrer Küche mit einer Drehbank? Wegen dieser Überproduktion im Produktionsmittelsektor gab es 2008/09 schon die erste Vorwarnung von -5%. Bei den Kleinkrechts im 20. Jahrhundert hatten es die Konzerne und Banken noch selber geschafft, sich wieder auszuretten. 2008/09 aber musste schon massiv der Steuerzahler helfend eingreifen, damit die Staaten, Banken und Konzerne wieder auf die Füße gekommen sind. Viele haben sich bis heute noch nicht davon erholt. Aber bei 2 Billiarden Gesamtschulden wird sich kein Staat mehr davon erholen können. Nie. Weig und Friedrich, der größte Crash aller Zeiten. Link 4. Albert Edwards, Marktstratege bei Société Générale. Crash von 80% würde nicht überraschen. Link 5. Da, es fängt schon langsam an. -17%. Bestellungen bei Maschinenbauern brechen ein. 4. Oktober 2019. Aus dem Ausland -19%. Link 6. Merkel nennt Entwicklung des Maschinenbaus besorgniserregend. 15.10.2019. Link 7. Was ein Glück, dass es in 16 Staaten schon über 120.000 Arbeiterinnen gibt in selbstverwalteten Betrieben. In Argentinien sind sie am weitesten.
Da wird bereits diskutiert, die Sprecherräte der Fabriken und Bus und deren Koordination in Arbeiterräte umzubenennen.